Hier, Freunde, jetzt dann, nachdem wir fertig sind mit der Hocken, kriegt ihr mal eine kleine Tour durch meine jetzigen Maschinen, die gerade am Hof sind. Die meisten sind natürlich alle draußen, aber wenn eine daheim ist, so wie unser 225er, wird dann mal wieder pipifein geputzt. Ah, das schaut schon wieder pipifein aus. Geil. Und was wir da auch haben, das kann ich euch nur schwer empfehlen. Macht Ventilatoren rein. Das ist richtig super. Vor allem mit den tönten Scheiben zusammen. Das macht was her, vor allem im Sommer. Wenn es so heiß ist, dann hast du die klassen tönten Scheiben. Und bist aber selber im Schatten. Und das ist dann echt super, weil du nicht dauernd die Sonne aufs Knackkast kriegst. Das hilft auch wirklich in der Kabine, dass es kühler bleibt. Bah, schön. Ja, sehr fein. Dann haben wir da unseren Waschetimer. Der geht ab. Unglaublich. Ist ja nicht umsonst ein Racing-Gerät. Immer schön Sitz zu decken, weil sonst nämlich die UV-Strahlen alles hinmachen. Wie gefällt euch das Porsche-Design am Wacker neuesten Damper? Das ist schon ein Blickfänger, sage ich euch. Ein bisschen dreckig, aber sonst nice. Ah, und da haben wir mein Ultra-Goldstück. 290er. Im obergeilen Anbaggerer-Design mit dem Anbaggerer-Rechen, den wir jetzt nächste Woche offiziell im Anbaggerer-Shop haben. Das Ding ist ein Wahnsinn, das hat eine Flächenleistung zum Rekultivieren. Da machst du 2000 Quadratmeter zum Beispiel in einer Rekordzeit, das ist ein Wahnsinn. Und das Ergebnis echt geil. Und natürlich, wenn der schon daheim ist, ist er natürlich pipifein putzt. Für Champions. Ich mag nämlich nichts weniger, als wenn die Bagger komplett dreckig sind. Aber leider sind sie meistens komplett versaut, weil man halt nicht immer Zeit hat beim Hackeln, dass man jeden Tag alles perfekt putzt und die Scheiben müssen halt meistens offen sein, dass man mit den Leuten reden kann, mit denen man da zusammenarbeitet. Und ab jetzt kriegt ihr mehr vom Anbaggerer jeden Tag die aktuellen Baustellen. Ich habe nur bis jetzt immer Instagram bedient, das heißt, ich habe ein Formatproblem gehabt. Ich habe immer nur Hochformat gefilmt und jetzt dann haben wir das Querformat für YouTube. Aber viele Leute wollten das haben, dass wir YouTube auch machen. Also ab jetzt werde ich halt beide Formate filmen und euch da immer die tagesaktuellen Baustellen mit hochladen. Freunde, abonniert's, liked's, kommentiert's. Geil, jetzt bin ich ein echter YouTuber. Hätte ich mir auch nie gedacht, aber jedenfalls macht's das. Und aktiviert die Glocke. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video auf der nächsten Baustelle.